Parteilichkeit. Das ist der Mann, vor dem Martin Schwalb berechnet. Da werden die Hamburger schon hinlangen. Nein, auch die Hamburger sind Let me get it off. There'll be no one left when we see.
fly when we levitate. Just be yourself, don't ask us why. Cause if you don't, we'll make you fly. You don't have to ever quit. You think that you can get away with it. You think the light won't be ever lit. It's almost over now, almost over now. Something on your chest, better get it off. There'll be no one left when we shut it off. We ain't gonna take it no more. Since it's almost over now, almost over now. You can't be me, I'm a rock star. I'm running on the top of my cop car. I'm a rebel, I'm a four-four rock star. It's almost over now, it's almost over now. I guess you ain't heard that we saw the guys. It's too damn late to apologize. When you see the mantle, when you see the sky, it's almost over now. No one ever really dies. Do you believe that? Well, if not, for you, look, it's almost over now. Almost over now. Sich nochmal irgendwie ein bisschen zu dehnen oder warm zu machen. Also sie gehen sehr aufreißend zum Mittelkreis. Oh, also Leute, eigentlich müssen die Schiedsrichter in Hand heben. Was machen. Ja. 5 Sekunden früher. Ja, sie hätten vielleicht nicht die Uhr anhalten müssen, aber den Arm hoch zum Zeitspiel. Und dann wären sie in Zugzwang gewesen, weil Zeitspiel oder die Uhr anhalten, das war nicht nötig. Das haben sie 16 Minuten lang nicht gemacht. Aber auf jeden Fall Anzeichen zum Zeitspiel und dann wäre die Rhein-Neckar-Löwen unter Druck geraten und sie hätten vielleicht noch einen Fehler produziert. Und irgendwie kann ich es gar nicht fassen, dass es nochmal so eng geworden ist. Die Löwen waren deutlich besser über die gesamte Spielzeit hinweg. Warum ist es trotzdem nochmal so eng geworden? Also erstmal war es wirklich ein völlig verdienter Sieg von den Rhein-Neckar-Löwen. Aber sie haben die letzten 5 Minuten einfach geschludert. Jurosik hatte den Hamburger Toto Jansen, glaube ich, den Ball in die Hand gespielt. Sind ein bisschen fahrlässiger mit ihren Chancen umgegangen und hatten das Spiel schon im Sack und dann mit dem Sieg im Hintergrund oder im Kopf haben sie Flüchtigkeitsfehler gemacht. Tja, damit ziehen die Rhein-Neckar-Löwen am TBV Limgo vorbei in der Tabelle. Limgo ist nur noch Vierter. Ja gut, ich meine, Hamburg hat sicherlich, Rhein-Neckar-Löwen hat sicherlich auch den Kader dazu. Sie sind auch mit ganz anderen Zielen gestartet. Wir haben uns sicherlich im Laufe der Saison da nach oben gearbeitet und haben auch noch die Chance auf die Qualifikation zur Champions League. Aber sie ist kein eindeutiges Muss bei uns. Wir wollen dahin, wir werden das auch in den nächsten Jahren erreichen und mal gucken, was diese Saison für uns noch drin ist. Ich bedanke mich Daniel Stefan und jetzt wollen wir natürlich die Akteure hören nach so einem nervenaufreibenden, emotionalen Spiel. Bitte schön, Peter Kohl.